Was ist das hier? Vielleicht ist da etwas unter Wasser. Ich muss den Tempel finden, nachdem Dominguez sucht. Jonah, ich bin da. In einem unterirdischen Tempel. Gut. Wow. Das ist nicht gut. Lara, Trinity sprengt sich den Weg frei. Ich merk's, alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich gehe rauf zur Spitze. Gut, es gibt Plattformen, um nach oben zu kommen. Ich muss sie nur irgendwie beschweren. Ich verliere dich. Ich habe hier Aktivität. Ich gehe jetzt näher ran. Thank you.
Glockenplattform hängt fest. Jonah, hier ist eine Wandmalerei. Darauf ist eine Schatulle abgebildet. Die Inschrift lautet: Die silberne Schatulle von X-Chell. Die muss in der verborgenen Stadt sein. Das ist ein Maya-Mythos. Die Schatulle beschwört offenbar den Gott Kukulkan. Der Gott der Schöpfung. Danach sucht Trinity also. Warte, das war's noch nicht. Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami. Ein Sturm, ein Erdbeben, ein Vulkanausbruch. So viel zum Gott der Schöpfung. Naja, bei den Maya ist Kukulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Das sieht wie die Hydra-Konstellation aus, aber die Sterne sind falsch angeordnet. Ich habe einen Dolch gefunden.
Da ist eine Inschrift. Der Schlüssel zu X-Chells Herz leitet die Säuberung ein. Trinity darf das auf keinen Fall kriegen. Lass uns nachdenken. Scheiße, Laura, zu dir kommen ein paar Trinity-Wachen. Geh weiter rauf. Oh nein, du hast ihn genommen, oder? Schnell. Wir sind unterwegs. Wer? Dr. Dominguez und mehr Männer. Wir haben wohl gefunden, was wir suchen. Gut. Dann beginnt die Belagerung. Ja, deshalb kriegen wir auch Verstärkung. Ja, ich hab's gehört, okay? Dominguez kommt heute Abend. Ich sage der Regen wird alles überwinden. Was denkst du denn, was ich mache? Ich überfliege gerade die Pumpe. Okay, sorgen wir dafür, dass alles okay ist. Wie läuft's mit der Pumpe? Antworte endlich! Bist du schon fertig mit der Pumpe? Operation Blackout wurde eingeleitet. Kein einheimischer Arbeiter kommt lebend hier weg. Scheiße. Wir haben das geplant. Die gesamte Umgebung sichern. Was da wohl drin sein mag? Weiß ich nicht. Aber die Werte sollen jeden Rahmen sprengen. Dann sorgen wir einfach dafür, dass alles sicher ist, wenn Commander Rogue eintritt. Wir sind bereit. Inspektoren kommen. Bereit machen. Verdammt! Keine Sorge, krieg ich hin. Das dauert viel zu lange. Falls Dominguez auf uns warten muss, wenn er kommt, wird es unangenehm. Was läuft da am Tor? Die Archäologen sind da. Jetzt schon? Ja, Operation Blackout läuft derzeit vor dem Zeitplan. Ich hasse dieses rückständige Land. Hier funktioniert gar nichts. Status? Fast geladen. Verstanden. Hier stimmt das nicht. Ich check das mal. Mann am Boden! Bei den Göttern. Ich muss dieser Sache auf den Grund gehen. Schnell sein. Zu Neugier. Basislager, hier ist Gamma Leader. Wo bleibt die Verstärkung? Basislager an Außenposten. Komm! Außeninspektor, bist du da? Bereit machen. Over. Fast geladen. Verstanden. Ist das klug, sie so nah an der Mauer zu lagern?
gesagt, sie wurden gerade erst geliefert. Wir bringen sie später noch tiefer rein. Wir wollen ja nicht, dass ein Bulle eine Granate über die Mauer wirft, direkt auf sie drauf. Wo bleibt die Verstärkung? Allein halten wir das Tor nicht. Was war wohl der Auslöser? Zu Blut vielleicht? Ja, vielleicht. Was jetzt? Warten wir einfach ab? Ja, verdammt. Wir haben für sowas keine Zeit. Wir sollen die Mauer sichern. Geladen! Was? Ich seh mich mal um. Tut dir nichts. Lara Croft. Ich hatte gehofft, wir treffen uns anderweitig. Ich interessiere mich schon lang für deine Arbeit. Wie von Trinity zu erwarten war. Schlüssel von Chuck Chell. Mein Leben lang habe ich danach gesucht. Wo ist die Schatulle von X Chell? Gib sie mir. Sie ist an einem sicheren Ort. Du hast sie nicht? Dass du ihn einfach nimmst, hätte ich nie erwartet. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Und ohne all das hier. Aber ohne die Schatulle.
droht die Apokalypse. Das wird der Tod der Sonne. Du lügst. Lara. Du hast es gespürt, oder etwa nicht? Erdbeben sind normal. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Du hättest das doch auch gemacht. Kurt. Ja. Du hast den Schlüssel entfernt und dadurch die Apokalypse ausgelöst. Ist dir eigentlich bewusst, was du angerichtet hast? Es ist an mir allein, sie zu stoppen, bevor es zu spät ist. Thank you.